Kann nur Südafrika sein. Ich weiß nicht, es wird. The country of harboring the X-Hold Base. Und wie kann ich die. Where in the world? Und wie kann ich die jetzt anklagen? Attempt to raid on X-Hold. Okay. Ah, okay. Things are heating up out there. We're tracking multiple unidentified targets. Sea testing. Ja, ich würde sagen, ich. Waiting country that is not harboring the X-Hold base will cause that country to leave the XCOM project. Are you sure you want to do this? Ja, da ich alle anderen ausgedacht habe. Confirm. Intelligence data. That's it, Commander. It's harboring the X-Hold base. Compiled intelligence reports. We've confirmed the location of X-Hold's primary base. We can launch an assault against the facility on your order. Go, go. Hier Unit. Make items available. Mein Drifter added. Loadout. Ghost Armor. Das. So. Zwei Support, ein Assault, ein Heavy. Das ist, glaube ich, so stelle ich mir nämlich die Aufteilung eigentlich vor. Oh, aber das ist ja eigentlich schon wieder. Nee, nicht Loadout. Customize. So, besser. Ja. We have visual on the mission site, setting down. Begin assault. Auf geht's in die Basis. We're en route to X-Hold's headquarters, on the top floor of an office complex downtown. We have no intel on the number of operatives stationed in that facility. Oh, ich glaube, ich habe gerade vergessen, mich die Folge zu beenden. Naja, muss ich dann auseinanderschneiden. Sorry, dass es dann keine Verabschiedung und sowas gibt. Dann merkt ihr sozusagen gerade, dass ich das im Schnitt nehme. Our objective for this operation is simple. Eliminate any X-Hold forces within the building and wipe out this threat once and for all. Good luck, Strike One. Komm ich irgendwo anders? Ich komme hier hinten noch rum. Ich mag nicht durch die Mitte gehen, ich mag einfach sowas nicht. Ich gehe da lieber nach links. Sogar noch weiter hoch und kommen wir von oben rein. Das ist ja immer eine geile Map. Weil wir so oben auf dem Haus, ist ein bisschen was anderes. Die Map gefällt mir. Finde ich nice. I'm on the move. Mein Drifter. Unterwegs. Der Ghost Armor. Ich könnte natürlich auch hier einfach. Unauthorized access detected. Security breach in progress. All personnel report to security stations. Natürlich haben die einen russischen Akzent. Natürlich. Die möchte ich nicht vorne haben, dankeschön. Ja, Watson kann mit ihrem Heavy da vorne hin. Jetzt mal auf Overwatch, sicherheitshalber. Stepping off.
Nein, der ist auch nicht Overwatch. Das ist jetzt Quatsch. Vor allem, warum merken die nicht, wenn ich auf dem Hubschrauber dann der Platz einfach mal so lande? Oh. Hallo. Und tot. Irgendwie sollten sie das besser synchronisieren sollen. Position confirmed. Enemy in sight. Oh. Noch mehr Gegner. Nie so perfekt, was ich jetzt hier vorhab. Ich treffe 96%, aber. Was? Das war 96%. 96. Ich würde sagen, wenn die jetzt auch nicht getroffen hätte, das wäre so unwahrscheinlich gewesen. Oh, fuck. Ich muss da weg. Ja, das kann jetzt doch ein bisschen heftig werden. Ich kann nicht mit Aim, dort gehe ich gegen 5 stellen, das klappt nicht. Mach den bitte weg. Dankeschön. Ja, ich kann mich sogar da hochhangeln. Das ist ja mal geil. Aber das will ich jetzt nicht. Und ich würde gerne hoch gehen. Boah, Raketenwerfer. Fuck. Au. Dann habe ich auch keine Deckung mehr für meine Heavy. Schießt er trotzdem vorbei. Der aber nie. Au. I'm on the move. I'm impressed. They even managed to replicate our hollow globe. Oh. Mhm. Run and gun. Ich hätte direkt benutzen sollen. Mach ich den da bitte schön weg. Stimmt, Run and Gun erhöht ja den kritischen Schaden, ne? So, erstmal eine Runde heilen, würde ich sagen. 5 heilen. Wenn man die bloß den einen sieht, machen wir den halt weg. Und den machen wir auch noch weg. Perfekt. Es sind ja 3 gestorben. Kann ich ja doch wieder hier hingehen. Perfekt, und noch einer weg. Das war eine erfolgreiche Runde, würde ich sagen. Oh.
Jetzt bin ich flankiert. Shit. Okay, das war bloß Deckung. Selbst ohne Deckung treffen die nicht. Das ist Glück. Data, go, go, go. Ich wollte nicht auf Big Daddy umbenennen, fällt mir gerade ein. Wo haben wir eigentlich einen Hologlob nachgemacht? Ach, hier. Ja, wir haben einen Hologlob nachgebaut. Ich habe hier keine Deckung mehr. So gar keine mehr. Das ist nicht so günstig. Na komm. Machen wir hier eine Runde. Und tot. Double Tap brauche ich an der Stelle nie. Das ist der Quatsch, was es das aktiviert hat. So, du gehst mal dahin. Perfekt. Brücke, Brücke. Sie ziehen sich zurück! Vorrücken! Perfekt. Oh, oder auch nie. Ziel verfehlt. Wo rennt der denn hin? Oh, dann muss ich ihn jagen gehen oder was? Ist doch schrecklich. Das Overwatch mitten auf dem Platz. Und schießt nicht mal richtig. So schießt mein Kumpel. Die hat's bestimmt. Die Synchronität. Hier in Position. It looks like Exalt prefers form over function. Not what I'd call a winning strategy. Moving out. Not what I call a winning strategy. Badass. So, ich gehe einmal mit allen irgendwie durch. Der lädt mal nach. Die lädt auch mal nach. Wo stelle ich dich denn mal hin? Erstmal hier hin und werf dann mal so einen Combat-Scanner rein. Kann ich den hier irgendwo rein? Ne, nicht da oben. Ne. Doch, da. Das Adlerauge fliegt. They seem to have acquired a vast array of technology on par with our own. Warning. Hostile forces have not been contained. Repeat. Hostile forces are still moving out. Hätte ich eine Roboterstimme mit russischem Akzent. Das ist schon ein bisschen übertrieben. Ah, noch mehr. Nein! So rum, mir auch egal. Zwei von drei. Jawoll. Damit war er weg. So. Ist mal dorthin.
Oh, hier kann ich auch rumgucken. Kann ich das doch mal tun, ne? Bei Gelegenheit. Oh fuck. Nicht gut. Au. Und wir haben die Deckung ist weg bei 3 Gegnern. 5 nur schießen dürfen. Soweit ich das gesehen habe. Shit. Oh ne. 2 nur schießen dürfen, aber trotzdem. Keine Deckung mehr. Au. Aber eure Ding kann ich genauso wegmachen, Leute. Mal so eine Aktion machst. Hab ich hier noch einen Heavy dabei? Ich denke, keine mit Raketenwerfer. Die soll sich, glaube ich, erstmal selbst heilen. Die hat schon genug abgekriegt. 10 geheilt. No? Warum auch nie? Nee. 71, komm, mach mal wieder weg. Bin mir nicht ganz sicher, ob mein Sniper dort gesehen werden kann. Ja, kann er. Okay, auf jeden Fall. Rip. Da eine. Oh, shit, ich sehe gerade. Ich habe ein Problem mit dem Leben. Die muss man hier zurück. Puh. Sonst hätte ich da Schwierigkeiten kriegen können. Au. Und wieder 6 Schaden. Sehr cool. Wir schließen nochmal. So, ein bisschen sehr selbstbewusst reingegangen. Oh, jetzt müssen die auch Heilung. Und pomp. So, dann müssen wir Squad-Zeit. Nummer 1. Ist keine Bedrohung mehr. Und Nummer 2. Perfekt. Hätte ich oben lang gehen können, oder? Hätte wahrscheinlich gereicht. Okay. Ja, ich würde mal lieber hier stehen. Hier 42. Oh, der hat einen ziemlich guten Aim-Funktion. Nice.
Da trifft es zwar leider nur mit einem Schaden. Ja, dafür kann sie mit der Pistole nicht so wahnsinnig toll umgehen. Wo geht der denn hin? Oh. Aua! Wieder 11 Schaden sind gemacht. Langsam rechts aber, Kunden. Granaten habe ich nicht mehr. Die trifft ziemlich gut. Und ich nehme einfach Runner Gun. Und Pitium. Kill bestätigt. Das war's schon. Our local affiliates at WFXS indicate that a minor electrical fire was reported near the upper floors of a large office building downtown. Sources indicate that first responders were on the scene within minutes. So far, there have been no reported injuries. In light of the recent events taking place around the globe, it's certainly reassuring to know that our emergency services personnel are still putting their lives at risk to deal with these situations as they arise. Ein Elektrobrand, ja. I'll give Exalt some credit. They managed to hide their primary facility in plain sight. Damit ist Exalt raus aus dem Ganzen. Jetzt habe ich nur die Aliens als Gegner. Colonel Watson ist es jetzt. Confidential Damage based on Weapon Tech Level to Suppression and all Area Effect Abilities. Continue. Recovered Art. What the fuck? Was ist wichtig mit Recovered Art? Exalt Artifacts, Exalt Technology, Weapon Fragments, Laser Rifles. Commander. With Exalt's headquarters destroyed and the remaining forces in hiding, we shouldn't have any further need for our covert operations section. I think it's time we refocused our efforts on the aliens themselves. Ja, würde ich auch sagen. Dann danke für dieses Zuhören und bis bald.